Dann hallo zusammen auch von mir. Genau, wie Leo gerade schon sagte, werde ich heute unsere neue Strompreisampel vorstellen. Dazu gehe ich hier bei Leistung auf Stromampel. Und diese Ansicht werden Sie ja vielleicht schon kennen. Das ist nämlich unsere Stromampel zum Anteil der erneuerbaren Energien. Die ist jetzt für heute nicht so wahnsinnig spannend, deswegen wähle ich hier mal den 29.07. aus. Dann sieht das Ganze so aus. Hier in dieser Grafik hatten wir es einfach so gehalten, dass wir den durchschnittlichen Anteil der erneuerbaren Energien des gleichen Monats der letzten 5 Jahre rangezogen haben, um diesen Durchschnittswert mehr oder weniger ein Fenster gebastelt haben mit plus und minus 10% um diesen Wert herum. Und wenn der Anteil erneuerbarer Energien unterhalb dieses Fensters liegt, wird die Ampel rot. Innerhalb dieses Fensters wird sie gelb. Und wenn der Anteil erneuerbarer Energien darüber steigt, wird es grün. So, das Ganze kann man sich jetzt allerdings auch von Seiten des Preises angucken. Und dafür wähle ich hier unter Preis mal die Strompreisampel. Das sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier ein Stufendiagramm. Auf der Y-Achse den Preis in Euro pro Megawattstunde aufgetragen und auf der X-Achse die Uhrzeit über den entsprechenden Tag, der hier immer noch der 29.07. ist. Diese schwarzen Stufen, die Sie hier sehen, beschreiben dann eben den Day-Ahead-Börsenstrompreis. Der wird jeweils stundenmäßig festgelegt, sodass dann jede dieser Stufen hier eben für einen Stundenpreis im Day-Ahead-Optionsmarkt steht. Die Farben hier haben wir anders als bei den Anteilen Erneuerbaren nicht auf irgendwelchen Durchschnittswerten berechnet, sondern auf dem 0,2 und dem 0,8 Quantil. Einfach ausgedrückt bedeutet das, dass für jeden Tag die teuersten Stunden in Rot eingefärbt sind, die günstigsten Stunden in Grün und der Rest eben in so einem Gelb. Das ist natürlich vor allem für diejenigen von Ihnen sehr interessant, die einen flexiblen Strompreis haben. So, genau. Dann sehen wir ja hier schon einen immensen Verlauf. Wir fangen hier an bei 103,09 € um 0 Uhr und es geht immer weiter runter bis auf 18,20 € um 14 Uhr, bevor es dann wieder ansteigt. Woran liegt das? Der Preis setzt sich natürlich aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Faktoren zusammen. Das, was hier relevant ist, ist die jeweilige Stromerzeugungsart, da unterschiedliche Stromerzeugungsarten auch unterschiedliche Kosten mit sich bringen. In diesem Falle ist es so, dass vor allem die Solaranlagen sehr, sehr günstigen Strom produzieren, weil sie eben keine teuren Brennstoffkosten oder CO2-Emissionszertifikate mit sich ziehen, sondern sofern die Anlage einmal installiert ist, mehr oder weniger umsonst den Strom liefern. Und dieser Verlauf, den wir hier sehen, das ist vor allem für den Sommer oder für den Sommer ein relativ typischer Verlauf. Wir haben hier nachts über einen relativ hohen Strompreis und sobald die Sonne dann aufgeht und immer höher am Horizont steht, wächst damit auch die Stromproduktion aus Solarenergie und gleichzeitig fällt eben der Börsenstrompreis. So, wenn die Sonne dann ihren Zenit überschritten hat und anfängt zu sinken, sinkt dementsprechend auch die solare Stromerzeugung und der Börsenstrompreis steigt wieder an. So, das Ganze habe ich hier auch mal auf unserem Leistungsdiagramm geladen. Das ist dieser Tag hier. Sie sehen hier, so um ungefähr 6 Uhr fangen die Solaranlagen an, Strom zu produzieren. Das Ganze hat dann einen Peak so um 14, 15 Uhr rum und danach fällt es wieder relativ steil ab.
So, das ist auch eigentlich schon alles, was man hier für das deutsche Chart sagen kann. Denn es ist ja aktuell noch so, dass Deutschland nur eine einzige Strompreiszone hat, beziehungsweise eine gemeinsame Strompreiszone mit Luxemburg. Das ist aber nicht für alle Länder so. Italien zum Beispiel hat 6 Strompreiszonen. Und wenn ich hier mal Italien auswähle und hier das Quellenmenü öffne, dann sehen Sie hier, dass wir nicht nur eine einzige Strompreisampel anbieten, sondern eben eine Strompreisampel pro Gebotszone. Was Sie hier auch sehen, ist, dass der Verlauf des Strompreises in Italien ähnlich ist, wie der, den wir gerade in Deutschland gesehen haben. Wir fangen hier auch bei 103,09 € an und haben dann hier ein Minimum von 70 Euro. Das ist natürlich wesentlich höher als die 18 Euro, die wir in Deutschland gesehen haben, was primär damit zusammenhängt, dass Italien mit 5 Gigawatt Solarleistung wesentlich weniger installierte Leistung hat als Deutschland mit 70. So, damit bin ich am Ende meines Vortrags.